unorthodox, ausdauernd und dabei immer torgefährlich. Thomas Müller ist bisher in Brasilien der Erfolgsgarant der deutschen Nationalmannschaft. 3 Tore stehen für den WM-Torschützenkönig von 2010 schon wieder auf dem Konto. Von Vergleichen mit anderen Torjägern will er aber nichts wissen. Erstens ist es für mich schwer, über mich selbst zu sprechen, und zweitens habe ich mir sagen lassen, bin ich schwer vergleichbar. Dünne Beine, keine außergewöhnliche Technik, doch der Torinstinkt Müllers ist ein ganz besonderer. Im Training ist der 24-Jährige immer für einen Spaß zu haben. Doch sobald der Anpfiff ertönt, ist es damit vorbei. Auf dem Rasen ist er immer dort zu finden, wo es gefährlich wird. Trotz seines Dreierpacks zum Auftakt gegen Portugal zählt für Müller bei der WM aber nur der Mannschaftstitel. Optisch konzentriere ich mich jetzt erstmal wieder, dass mein rechtes Auge wieder einigermaßen normal aussieht. Mit der Frisur, da bin ich ja die letzten Jahre, habe ich ja schon die ein oder anderen verrückten Dinge gemacht. Also da wird bestimmt noch was kommen. Und wegen der Torjägerliste, da bin ich ganz entspannt. Das ist nicht mein Ziel, Torschützenkönig zu werden, sondern Weltmeister zu werden. 8 WM-Spiele, 8 WM-Tore. Wenn Müller seine bisherige Quote hält, könnte es am Ende sogar mit beiden Titeln klappen.